Der Jenaer Nahverkehr und die Yes Verkehrsgesellschaft sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Denn auch hinterm Steuer von Bus und Straßenbahn mangelt es an Nachwuchskräften. Mit einer Informationsveranstaltung auf dem Betriebshof wollten die beiden Verkehrsunternehmen heute Interesse an einer Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb wecken und Quereinsteiger anwerben. Dabei wurden sie auch von der Agentur für Arbeit unterstützt. In seiner kurzen Begrüßung informierte Nahverkehrsgeschäftsführer Andreas Müller die künftigen Mitarbeiter über den Arbeitsalltag und die Vorteile des Jenaer Nahverkehrs als Arbeitgeber. Das ist ein Arbeitsplatz mit Zukunft. Der Nahverkehr hat in Deutschland und in Jena im Besonderen wirklich große Aufgaben vor sich. Alle hören von der verkehrs- und klimapolitischen Wende. Wir wollen unsere Angebote mehr ausbauen, verstärken, muss sich in den Stadtwerken Jena, denn dazu gehören